Viele haben schon die Erfahrung gemacht, dass wenn zum Beispiel ein Familienmitglied von euch, zum Beispiel der Vater oder der Sohn oder der Onkel, öfters Alkohol säuft, also ein Alkoholiker ist oder jeden Abend Fernseher schaut oder wenn so ein kleiner Junge, wenn der Sohn Computer spielt jeden Tag, 5, 6, 7 Stunden in die Schule nicht will oder öfters schwänzt, ne, und dann öfters auf die Partys geht am Wochenende, ne, oder so eine Tochter, so eine leicht zugängliche Tochter. Solche und ähnliche Familienmitglieder mit solcher Lebensweise und mit solcher Gedankenweise, die ziehen den anderen Familienmitgliedern die Lebensenergie ab. Ja, das haben schon viele erlebt. Wenn zum Beispiel, weiß nicht, der Vater, der Alkoholiker ist, ja jeden Abend besoffen nach Hause kommt oder zu Hause trinkt, dann alle spüren das. Von kleinen Kindern bis zu der Ehefrau von diesem Mann, alle spüren, dass dieser Vater, dieser Mann zu einem energetischen Vampir wird. Ja, er zieht die Energie, die Lebensenergie von allen Familienmitgliedern zieht er ab. Genauso umgekehrt kann man das auch machen. Man kann die Lebensenergie seinen Familienmitgliedern geben. Ja, wie macht man das? Zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende meine Familie besucht. Was habe ich getan, bevor ich in den Zug gestiegen bin und abgefahren bin? Was habe ich getan? Ich bin gelaufen, 12 Kilometer. Danach habe ich mich in die Badewanne gesetzt, kalte Badewanne, also so kalt es geht, 16 Grad. Dort drin war ich 35 Minuten. Danach, was habe ich danach gemacht? Eine Stunde lang in einer unbeweglichen Position, in Siddhasana-Haltung. Eine Stunde und 10 Minuten lang habe ich gebetet. Und erst danach bin ich abgefahren, Energie geladen, mit den Elementen der Natur aufgeladen, mit einem Gebet aufgeladen. Erst dann bin ich gefahren. Warum bin ich gefahren? Oma, sie liegt im Sterben, so haben das die Ärzte gesagt. Am letzten Freitag oder am letzten Donnerstag war sie noch im Krankenhaus, da hat der Arzt gesagt, sie hat noch maximal 2 Tage hat sie noch zum Leben. Ja, jetzt, als ich das erfahren habe, als meine Mutter das zu mir gesagt habe, habe ich in den darauf folgenden 2 Tagen insgesamt 4 Stunden für meine Oma gebetet, aber so richtig gebetet, ja, auf erwachsene Art und Weise. So ein richtiger Gebet, ja, wie die Menschen früher das gemacht haben. Sie lebt immer noch. Ich will zwar nicht sagen, dass es nur an mir liegt, ja. Meine Mutter hat sich auch viel Mühe gegeben, ja, was die Fürsorge angeht. Ja. Sie wurde nach Hause gebracht, ja, in der familiären, häuslichen Atmosphäre. Ja, sie will nicht sterben, ja. Sie lebt immer noch. Und jetzt stellt euch vor, wie euer Leben, wie euer Familienleben sich ändern würde, wenn jedes Familienmitglied so leben würde, wie ich das auf meinem Telegram-Kanal jetzt in den letzten Tagen und Wochen beschreibe. Ja? Diese ganzen Askesen, Methoden nach Torsunow, ja, Laufen, Wasser, Sonne, plus im Idealfall noch beten, ja. Stellt euch das einfach nur vor. Jedes Familienmitglied, ja, ich spreche von Familie, weil besonders die Familienmitglieder sind energetisch miteinander sehr stark verbunden. Wenn einer betet, wenn einer gesunde Lebensweise führt, dann spüren das die anderen Familienmitglieder unmittelbar. Ja, sie bekommen unmittelbar die Lebensenergie von diesem Familienmitglied, der seine Lebensweise komplett verändert hat, seine Gedankenweise verändert hat.
Stellt euch das einfach nur vor. Ja, erst in den letzten Wochen fange ich an zu begreifen, warum früher, vor Hunderten von Jahren, vor Tausenden von Jahren, die Menschen, andere Menschen darum gebetet haben, bete für mich. Ja. Bete für mich. Ja. Sie gingen irgendwie zu anderen Menschen, Freunden, Familienmitgliedern, bete für mich. Bitte, bete für mich. Oder, keine Ahnung, mach irgendwas für mich, irgendeine Askese. Ja. Und ich werde dir unendlich dankbar sein, ja, wenn du mir hilfst, ne, mit deinem Gebet oder mit deiner Askese irgendwie mein Leben zu verbessern. Ja. Stellt euch das einfach nur vor, wenn jedes Familienmitglied für den anderen Familienmitglied, wenn jeder für sich gegen, jeder für jeden beten würde. Ja. Ja, ich bete für meine Mutter, für meinen Bruder, für meinen Vater und meine Mutter und mein Bruder, die beten auch für mich und die für die anderen. Wisst ihr? Plus führen eine gesunde Lebensweise, Laufen, Wasser, Abhärtung, Sonne. Denkt darüber nach, ja? Was seid ihr? Ein Vampir oder eine Lebensquelle, eine Energiequelle für andere Menschen? Und die Energie kannst du nehmen nur aus zwei Quellen, Natur und Gott. Ja, Natur und Gott. Also alles, was Natur und alles, was mit Gott verbunden ist. Ja, heilige Schriften, die heiligen Menschen, irgendwelche spirituelle Gelehrten und Meister.